Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachtaktiv Gaming. Mein Name ist Kalle und wir sind weiterhin bei Doom und zwar sogar in der 13. Folge. Das Spiel kam ja auch am 13. Mai raus, am Freitag. Freitag, den 13. Ja, genau, wir sind immer noch auf dem Mars, immer noch auf dem Kandingir-Heiligtum-Bereich, whatever. Und jetzt, ja, nimmt das. Oder auch nicht. Oh Gott, ich habe eine Granate verkackt. Genau, ich weiß nicht mehr, also ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier noch dauert in dem Sinne. Der Dicke kommt da immer näher und wird aber jetzt von mir zerschnetzelt. Da, frisst deinen eigenen Scheiß. Genau. Ich suche immer noch den Ausweg. Ich muss immer noch zurück zum Mars. Ja, genau. Da haben wir hier noch ein paar Gegner. Ich denke, jetzt geht es ein bisschen wieder ab hier. Oh, jetzt bin ich natürlich gleich runtergefallen. Oh, das war doof. Oh, das ist doof. Was mache ich denn hier? Wieso hält der denn so viel aus? Ja. Muss mal wieder neu orientieren hier. Oh, das war natürlich richtig dämlich da. Was haben wir denn hier? Ja, Unverwundbarkeit, das bringt mir jetzt nicht so viel. Vielleicht hätte ich warten sollen, nicht Depp. Aber schauen wir uns mal um. Ob ich hier irgendwie hochkomme. Nö. Gut, ich weiß natürlich auch nicht. Auf einem anderen Schwierigkeitsgrad muss man vielleicht das sogar unbedingt zwingend machen. Okay, aber da würde ich schon gerne rauf, weil das ist auch nochmal Rüstung und... Oh, hier liegt viel rum. Oh, shit. Alles klar, neue Herausforderung. Jetzt hätte ich natürlich dieses Unverwundbar-Zeug mal ein bisschen aufsparen sollen. Ich depp. Ah, was ihr da seht, Waffenmeisterschaft. Wenn man die Waffe schon so weit aufgebessert hat, um den letzten Point zu kriegen, hat man eine Herausforderung in dem Sinne. Und... Oh, was ist das? Sind das so Selbstmordköpfe oder was? Eigentlich ist es ein neuer Gegnertyp, würde ich sogar behaupten. Man hat dann im Endeffekt so eine Herausforderung. Bei dem Sturmgewehr ist das Kopfschüsse machen. Und dann bekommt man quasi ja, diesen letzten Step-Bonus. Genau. Und... Oh ne, ich bleib doch noch, weil ich hier wieder rauskomme. Ja. Oh, da kommen wieder Gegner an. Aber so Oh, das war ein Fatality bei dem hier. Boah, das wäre es jetzt gewesen, da runterzufallen bei dem Fatality. Das wäre jetzt bitter gewesen, so. Oh, der hat hier nochmal ein bisschen Krimskrams. Aber der Raketenwerfer ist gut, ich spiele gerne mit dem. Da kann man sich... überhaupt nicht beschweren. Ich muss irgendwie... Doch, ich glaube, ich bin sogar intuitiv richtig gelaufen. Mein Sturmgewehr ist fast leer. Doch, wechseln wir mal auf das Plasma-Ding. Aber mit der Gauss... Mit dem Gauss-Gewehr muss ich noch ein bisschen klarkommen. Ich bin mir... Ah, muss ich denn da lang? Wahrscheinlich, aber ich will hier hin. Ich will das nicht hier schnappen. Genau, jetzt muss ich wahrscheinlich... wieder den Weg zurückgehen. Da oben. Gucken wir mal. Hier unten lang. Hallo. Du dickes Ding. So. Okay, hier kommen wohl immer so kontinuierlich Gegner. Oh, was ist das? Oh ja. Das ist eine Gatling Gun. Was die zwar auf dem Mars macht, weiß kein Mensch. Aber, ja, oder Chain Gun, ja. Keine Munition. Cool, vielen Dank, Jungs. Gebt mir das Ding und gebt mir keine Munition mit. Okay, machen wir uns doch nochmal nach oben. Wahrscheinlich muss ich so oder so diesen Weg sprinten hier. Aber doch, hier hinten war doch bestimmt noch irgendwas. Nee, da komme ich so nicht rüber. Vielleicht hier über den Vorsprung. Achso, genau, dann hüpfe ich hier lang, hier lang, hier lang, hier und dann da wahrscheinlich rüber. Aber was dann? Na, ich versuch's mal. Bei meinem Glück verkacke ich sowieso hier einen der Sprünge. Nein! Oh,
Wie ich gerade sagte, wahrscheinlich verkacke ich einen der Sprünge. Ist das bitter. Aber er hat ja gespeichert gehabt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die Chain Gun gekriegt habe. Da müsste ich sonst nochmal hinlaufen. Ach ja, ja, ich bin nicht so der Ego-Springer. Also dieser Sprungtyp im Ego-Modus. Wenn das jetzt so wie bei Uncharted oder bei Assassin's Creed oder sowas ist, dann hat man einfach mehr Übersicht, weil man den jeweiligen von hinten sieht und nicht hier dieses Ego-Blödsinn da. Jetzt muss ich da... Ah, hier hat er gespeichert. Aber habe ich die Chain Gun gekriegt? Jo, die habe ich gekriegt. Das heißt, da muss ich nicht mehr hin. Alles klar. So, wahrscheinlich muss ich wirklich, aber ich will mir das hier holen. Ich werde wahrscheinlich wirklich da lang müssen, weil sonst hätte er da nicht gespeichert. Definitiv. Da bin ich mir so zu 100% sicher. Ob das, was auch immer ich dann machen muss, muss ich dann sehen. Weil hier komme ich nicht... Da muss ich hinter, aber da komme ich nicht durch. Irgendwo ist bestimmt... Da hinten ist bestimmt ein... Na, sag schon, so eine Art... Tür, Schlüssel, whatever. Und ich bin hier echt hier runtergefallen, ey. Das ist schon echt eine Wundertüte. So, doch nochmal auf... ja, Plasmagewehr. Ja, bei offenen Geländen entscheide ich mich eher doch für die Waffe, die man von hinten schießen kann. Weil jetzt bringt hier eine Schrotflinte natürlich gar nichts. So, ein Sprung. Zweiter Sprung. Ja, dritter Sprung. Oh. Und verkackt. Okay, nochmal. Da war ich zu schnell unterwegs. Aber da muss ich hin, da ist das schön. Da ist so ein Knopf und damit mache ich sicherlich die Tür auf. Da bin ich mir zu 180% sicher. Oh, da habe ich den Doppelsprung verkackt. So. 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 Und weiter geht's. So, das habe ich ja gerade eben sehr schön geschafft. Wird jetzt nicht so das Problem sein. Ich pausiere mal lieber nur. Nicht, dass ich jetzt hier zu hektisch schon den nächsten Sprung wage. Genau. Wunderbar, war doch chillig. Alles gut. Okay. Was haben wir denn? Oh, Mann. Yo. Wahrscheinlich hier Gegnerhorn en masse. Okay, wenig Munition. Ja, das wird jetzt eine ziemliche Rauferei werden. Wo kam der denn jetzt? So, weg mit dir. Wenig Munition, ja. Da bin mir sicher, dass das so da auch. Jetzt habe ich hier keine Munition mehr. Ne, den Raketenwerfer hebe ich mir für was Besseres auf. Aber die Chain Gun probiere ich mal aus. Das hätte doch mal... What? Ja, die muss natürlich erstmal heiß laufen. Um dann leer zu laufen. Ja, auch gut. So. Weg mit dem. Ah, da wird jetzt eine Menge Gegner kommen. Da kommen wahrscheinlich... Die kommen auch immer so stoßweise. Das ist natürlich... Man schießt von oben. Oh. Blapp, 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 blapp. Ja, dicker. Das war klar, irgendwann kommt ein Dicker. Das ist immer klar. Die kommen dann auch, dann kommt noch ein Dicker, dann kommt wahrscheinlich noch ein Dicker, da kommt noch ein anderer Gegnertyp. Aber es ist bisher relativ fair, also bis auf diese Typen mit den Schildern, die ich boah, gehasst habe. Da ist noch einer, wie ich sagte. Munition, mein Gott. Was mit dir? Die rennen einem aber auch hinterher. Da kennen sie ja gar nichts. Weg. Weg, 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 weg mit euch. Alter, der ist aber auch schnell drauf. Du kleiner Penner. Aber jetzt hab ich dich. Zack. So. Ist noch dieser Feuer Reverend heißt der, glaube ich. Reverend. Und hinter mir ist irgendwie noch einer. So, den haben wir so erledigt. Den Autowechsel. Hier wäre doch mal so ein Unverwundbarkeitszeug nicht schlecht. So, hier den Boost. Nicht da hinten da beim Unverwundbar-Quatsch. Ist doch voll unnötig.
So, da hinten haben wir wieder einen. Ich guck gleich hier nochmal Kettensäge. Vielleicht kann ich damit gleich mal ein bisschen Muni sammeln, das wäre nicht schlecht. Wenn ich hier irgendwelche Gegner finde. Irgendwo muss auf jeden Fall noch was sein. Wie, nicht genug Treibstoff? Ich habe doch da gerade was aufgenommen. Die lassen sich auch immer wieder was Neues einfallen. So, jetzt wird es langsam munitionstechnisch enger. Ah, oh, oh, perfekt. Hat doch geklappt. Habe ich doch alles gepackt. So, wo muss ich hin? Da. Da will ich aber noch nicht gleich hin. Hä, ich habe zwei Stellen? Es gibt zwei Stellen. Okay. Da ist ein Teleporter. Okay. Ich werde mich erstmal hier nochmal umsehen, nochmal ein paar Sachen sammeln. Live vor allem. Wer weiß, was dann kommt. Ich will mich da... Ah, hier unten. Ah, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Mal live. Mal hier umschauen, nach da gucken. Ah, diesen Live-Container. Obwohl, wenn ich jetzt hier 100 habe, brauche ich den Live-Container nicht mehr. Da ist eine Rune. Rune Herausforderung. Hier, da scheine ich irgendwie durch zu müssen. Okay. Ah, es gab wahrscheinlich zwei Wegpunkte. Ich jetzt hier laufe oder mich teleportiere. Scheint wohl nicht ganz so gut zu sein. Ich habe gerade einen Schuss gesehen. Warte mal, das ist doch ein Geheimnis bestimmt da hinten. Nochmal live. Ja. Wahrscheinlich wäre ich auf dem anderen Weg mit dem Teleporter hier oben gelandet, hätte das Ding hier gefunden und hätte dann den Jump gemacht. Na, der wird mich jetzt hier hochpushen. Zack, genau. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das hat man von unten ja gesehen. So. Karte aktualisiert. So, was verbessern wir jetzt mal? Gatling Rotator. Mobile Lafette zu blockiert bei Überhitzung. Was ist denn eine mobile Lafette? Oh, machen wir das. Verbessern wir doch mal das. Ja, was haben wir? Aber ich... doch, die... Ich nehme lieber erstmal die Schrotflinte. Sicher ist sicher. Okay. Whatever. Weiter geht's. Was erwartet mich hier? So. So. Okay, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Oh, Gegnerhorn. Oh, was ist das? Da mache ich eigentlich keine Kompromisse, denn wenn er sich nicht auf mich konzentriert, kann mir das ziemlich recht sein. Dann werde ich nämlich Höllenbaron. Okay. Der war zum Glück so nett und ist nicht nur auf mich gegangen. Das wäre halt wirklich sehr schön gewesen. Aha. Weg mit euch. Nein, ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. Jetzt habe ich natürlich meinen Raketenwerfer verschwendet. Weil hier ist gut Platz. Das ist natürlich... Das ist natürlich optimal. Wenn sie... Ey, Mann. Ding. Also ein paar Gegner... Oh, jetzt habe ich natürlich keine Munition mehr. Gar keine. Ah, komplett leer. Oha. Mal hier Schild aufnehmen. Ein Höllenbaron ohne Munition. Sehr cool. Wie lange sollen das hier gehen? 4 Stunden? Warte mal, ich habe doch noch die... Ich habe doch noch Waffen. Depp. So, da. Da war natürlich auch nicht mehr so viel drin.
So. Wieso ist denn hier Dings leer? Oh Gott. Hab natürlich jetzt auch keine... Ich könnte ihn jetzt zersägen, aber da brauche ich ja nicht rangehen. What? Muss doch irgendwo Munition sein. What? Oh, hier ist auch richtig viel. Special Point hier hinten. Ja, der wird mich wahrscheinlich arschmäßig verfolgen, der Wichser. Jo, wird er auch. Da unten... Oh, hier unten will ich eigentlich nicht kämpfen. Das ist mir nämlich ein bisschen zu eng. Lauf, 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 lauf. Nochmal Munition, wunderbar. Da oben kriege ich ihn nämlich besser. Da oben habe ich nämlich mehr Platz. Ich weiß nämlich nicht, wie er... Ja, genau, hier durch die Gegend jumpt. Weg, 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 weg. Joa, so. Was geht denn mit dem Chain Gun? Jetzt kriegt er mit dem Gauss-Gewehr. Jawohl. So, anscheinend habe ich es immer noch nicht gepackt. Wow. Oh, diese Suicide-Bomber hier, ey. Alter Schwede. Weg mit euch. What? Ja, ist ja gut. Krasser Bullshit, ey. So, was haben wir denn? Noch einer! Warte, aber da haben wir irgendwas. Irgendwas ist da. Berserker-Modus, irgendwas Geiles. Vierfachschaden, ne, du? Damit kriege ich ihn, glaube ich. Jo, damit kriege ich ihn relativ schnell. Und mit ihm hier auch. Und weg mit dir. Vierfachschaden. Oh, jetzt mal ein Special Kill. Hörner rausziehen. Krasser Shit. So, das habe ich geschafft. Oh, das war ein schön nicer Kampf. So mag ich das. Vor allem, wenn viel Platz ist, da hat man dann schon ein bisschen Übersicht und ja, ich denke, das ist ganz, ganz cool so. Hier oben war es natürlich sinnvoller als unten in den Gängen, weil da wird man dann doch schon ganz schön häufig auch mal von hinten erwischt oder von der Seite oder wenn wirklich dann noch einer kommt und dann noch einer und dann, jetzt hole ich mir hier noch die Sache, dann gucke ich noch in diesen Seitengang und dann geht's weiter. Alles klar, hier hoch. Was haben wir hier so? Okay, dann gucke ich nochmal da, wo ich herkam. Hier ist auch mal Munition, also wahrscheinlich Raketenwerfer. Nö, das sieht hier nicht so aus. Okay, liebe Freunde. Ich denke, das war's für die heutige Folge Doom. Ich bin immer noch auf dem Mond, sage ich schon. Auf dem Kandingir-Heiligtum unterwegs oder was auch immer in dem Kandingir-Heiligtum. Wie auch immer, wir werden das nächste Mal einfach weiter erfahren und wann komme ich zurück auf den Mars. Bis dahin, mein Name ist Kalle.